Herzlich willkommen zu dieser Gesprächsrunde mit dem Titel Don't Touch, Nähe und Distanz in der Literatur des digitalen Raumes. Es handelt sich bei dieser Runde um eine Kooperationsveranstaltung des ILB und des Exzellenzclusters Temporal Communities, Doing Literature in a Global Perspective an der Freien Universität Berlin. Der Cluster entwickelt neue theoretische und methodische Zugänge zu einer Literatur, die nicht mehr von nationalen und zeitlichen Formen bestimmt wird, sondern als transnationales, transtemporales und transmediales Phänomen konzipiert wird. Ein Themenschwerpunkt des Clusters setzt sich mit der Entstehung von digitalen Gemeinschaften auseinander, ein anderer mit der digitalen Konstruktion von AutorInnenschaft. Und es freut mich total, dass wir heute an der Schnittstelle im Rahmen des ILB über diese Themen diskutieren können. Wir wollen im Folgenden der Frage nachgehen, wie sich Literatur mit dem und im digitalen Raum verändert. Nähe und Distanz bezieht sich dabei sowohl auf die konkrete Materialität der Medien. Ein digitalisiertes Buch zum Beispiel liest sich sicherlich anders als ein Buch aus Papier. Distanz und Nähe bezieht sich auch auf die sich verschiebenden Verhältnisse zwischen AutorInnen und LeserInnen, die durch soziale Netzwerke ganz andere, vor allem partizipative Möglichkeiten des Austauschs haben, wodurch LeserInnen nicht selten auch an der Produktion von Literatur selbst teilhaben. Außerdem birgt der Titel einen dezidiert zeitlichen Aspekt, und darüber haben wir auch gerade kurz schon im Vorbereitungsraum gesprochen, und das wird sicherlich Thema heute sein, denn viele literarische Texte, die im Internet entstehen, erwecken den Eindruck eines instantanen Schreibens. Das ist der Begriff, den Christiane Frohmann geprägt hat. Das heißt eines unmittelbaren Schreibens, beziehungsweise was genau das bedeutet, können wir sehr gerne besprechen. Also eines unmittelbaren Schreibens von Statusmeldungen, die ohne größere zeitliche Verzögerungen rezipiert werden können. Ich freue mich sehr, dass ich heute Elisa Aceva vorstellen darf. Sie ist unter anderem Autorin und veröffentlicht vor allem bei Facebook. Einige ihrer Texte sind im Februar 2020 auch bei 54 Books unter dem Titel Randnotizen erschienen. Und hier gibt es eine kurze Einleitung, die ich total treffend finde und die ich deswegen kurz zitieren möchte. Manchmal stößt man beim Scrollen durch die Timeline auf Texte, die den gewöhnlichen Strom aus Neuigkeiten, Selbstnarrativierungen und Sprachstilen weit hinter sich lassen und Statusmeldungen in Literatur verwandeln. Elisa Acevas Beiträge auf Facebook gehören zu diesem Genre. Zitat Ende. Treffend ist die Einführung nicht nur, weil sie die Texte gut beschreiben, sondern weil deine Texte manchmal nach ganz ähnlichen Mechanismen verfahren. Man sieht einen Gegenstand, eine Erinnerung, ein Wort, die wiederum eine Erinnerung, ein Gegenstand, ein Wort auslösen, und es findet eine Poetisierung von Alltagserfahrungen statt, die häufig politischen Beobachtungen und Erlebnissen, die durch eine kritische Wendung reflektiert werden. Treffend ist sie auch, weil sie durch den Verweis auf den zufälligen Fund beim Scrollen ein spezifisch digitales Rezeptionsverfahren, Rezeptionsgeschehen von Literatur anspricht. Einer Literatur, die in Elisa Acevas Fall aufgrund der durchgehenden Kleinschreibung sowie der häufigen Verwendung von Ziffern und Zeichen statt Worten immer wieder in den Entstehungsort in den sozialen Medien, auf den Entstehungsort der sozialen Medien verweisen. Ich freue mich ebenso, dass Sarah Berger heute hier ist. Sie ist Autorin, Fotografin und Performerin. In den letzten Monaten sind gleich drei Bücher von ihr erschienen. Zum einen Bitte öffnet den Vorhang und Lesen und Schreien im Frohmann Verlag. Zum anderen Sex und Perspektive im Herzstück Verlag. Bei allen drei Büchern, wie auch bei dem ersten und 2017 erschienenen Buch Match Deleted, Tinder Shorts, das auch im Frohmann Verlag erschien, handelt es sich um sehr unterschiedliche literarische Formen.
Lesen und Schreien, so verrät uns der Untertitel, ist eine Social-Media-Collage, die durch die Überlagerung der verschiedenen Texte nicht nur das allgegenwärtige Vorhandensein von Text und Bild kommentiert, sondern gerade durch die palimpsestartige Anordnung auch ein Appell ist, zwischen den Zeilen zu lesen, wie es an einer Stelle im Buch heißt. In Bitte öffnet den Vorhang begegnen wir neben Fotografien einer Protagonistin, die sich als, Zitat, abgeschnittene Person in kurzen, rückläufig nummerierten Prosastücken besser wiederfindet als in langen Erzählungen und die sich in Text und Bild mit sich, mit anderen, vor allem aber auch mit der Literaturgeschichte und der oft so misogynen Literaturkritikgeschichte auseinandersetzt und gegen sie anschreibt. Ich freue mich, Ihnen als dritte Christiane Frohmann vorstellen zu dürfen. Sie ist Pionierin im Verlegen digitaler Literatur in Deutschland. 2011 hat sie den Digital-Only-Verlag eOriginals Berlin mitgegründet und 2012 hat sie den Frohmann-Verlag gegründet. Der Frohmann-Verlag wurde 2020 mit dem Verlagspreis ausgezeichnet, mit dem Deutschen. Sie ist Herausgeberin zum Beispiel vom Kollektivprojekt 1000 Tode schreiben. Sie ist Autorin. 2019 erschien zum Beispiel im Sukultur Verlag Being Christiane F., das zugleich eine Nacherzählung des Films Wir Kinder vom Bahnhof Zoo aus der Ich-Perspektive ist und damit auch ein Kommentar auf das dem Film vorausgehende Buch. Eine Umschrift der Filmhandlung sowie eine feministisch-kritische Analyse des Films und seiner Rezensionen. Die Form dieses Buches lässt Christiane Frohmann bereits als Grenzverwischerin erkennen, nicht nur bezüglich traditioneller Gattungen, sondern auch was die Rollenverteilung zum Beispiel im Verlag angeht. Sie ist außerdem Netzaktivistin und mit ihren Avataren prä-raphaelitische Girls erklären das Internet. Ich habe hier die Tasse mal mitgebracht. Prä-raphaelitische Girls erklären das Internet, mit denen sie zum einen aktuelles politisches Geschehen kommentiert und zum anderen die Bilder der Prä-Raphaeliten nutzt, um daraus politische, feministische, antirassistische Memes zu generieren. Einige dieser Memes sind 2018 auch unter dem Titel Prä-raphaelitische Girls erklären das Internet publiziert worden. Ich freue mich ebenso, Ihnen Roberto Simanowski vorstellen zu dürfen. Er ist Temporal Communities Distinguished Fellow of Global Literary Studies mit dem Projekt Fakes und Fakten als Kunst, Fotografie und Autorschaft im digitalen Zeitalter. In dem Projekt geht er der Frage nach, inwiefern in digitalen Kunstprojekten die Welt dokumentarisch präsentiert oder sinngebend gestaltet wird und welche Folgen dies jeweils für die Ambiguitätstoleranz und die Selbstironie des Publikums hat. Roberto Simanowski ist Gründer und war von 1999 bis 2014 Herausgeber des Online-Journals für Kunst und Kultur digitaler Medien, Dichtung digital.org, und war als Professor für Kultur- und Medienwissenschaft in Providence, Basel und Hongkong tätig. Zu seinen mittlerweile 12 Monographien zum Thema digitale Medien gehören Interfictions vom Schreiben im Netz, das 2002 bei Suhrkamp erschienen ist, Digitale Medien in der Erlebnisgesellschaft, das 2008 bei Rowohlt erschienen ist, Facebook-Gesellschaft, 2016 bei Mattes und Seitz, sowie The Death Algorithm and Other Digital Dilemma, 2018 bei MIT Press, für das er 2019 den Choice Award für Outstanding Academic Titles erhielt. Bitte begrüßen Sie mit mir die Panelistinnen. Mein Name ist Nina Teugsdorf und ich arbeite momentan an einem Projekt zur Materialität und digitalen AutorInnenschaft am Cluster Temporal Communities. Und ich möchte jetzt auf jeden Fall auch sofort die Runde endlich öffnen und als allererstes Sarah Berger zu Wort kommen lassen und sie fragen, wie ihr Schreiben von den sozialen Netzwerken zum einen beeinflusst wird und wie aber auch die sozialen Medien und ihre Präsenz in den sozialen Medien sie über das Nachdenken über ihr Schreiben beeinflusst. Also, hallo. Vielen Dank für die Vorstellung.
Ja, also zum einen sehe ich in den sozialen Medien bestimmte Formatvorgaben oder bestimmte Techniken, die das Schreiben selber dahingehend beeinflussen, dass zum Beispiel ein Tweet früher 140 Zeichen, heute 280 Zeichen vorgibt. Dadurch entsteht sozusagen schon so ein Raum, so eine Vorgabe. Oder auch die Collagen, die ich auf Instagram gemacht habe, sind sozusagen mit den Techniken gemacht, die diese App vorgibt. Das sind zum einen Möglichkeitsräume, zum anderen eben auch Einschränkungen. Und ich denke, das ist so ein bisschen, und ich sehe schon in diesen verschiedenen Techniken und Formen zum einen eben diese, also die suggerieren irgendwo schon immer wieder auch so eine Nähe zwischen dem Inhalt und den AutorInnen, nicht nur in Form von so einer vermeintlich autobiografischen Nähe, auch in der Frage, wer darf worüber schreiben. Und das ist durchaus so eine Entwicklung der letzten 10 Jahre, die ich ganz positiv sehe. Also, dass man sich auch als AutorIn irgendwo die Frage stellt, okay, aus welcher Perspektive heraus kann ich überhaupt schreiben oder darf ich schreiben? Also ich jetzt zum Beispiel als eine queere, weiße, cis Frau, kann ich die Perspektive einer schwarzen Transperson einnehmen? Also eher nicht. Und das sind zum Beispiel so, das ist so im Internetdiskurs, also zumindest für mich auch so entstanden, also dass ich mehr auch darüber Gedanken gemacht habe, auch in Diskurs, der eben als Autorin durch die LeserInnen in den sozialen Räumen an einen herangetragen wird. Also dass man auch, dass irgendwie Texte veröffentlicht werden, dass sie auch schnell veröffentlicht werden in dem Raum und dann plötzlich auch, dass man selber als Autorin auch in einem Diskurs drin ist, weil das zum Beispiel Facebook-Kommentare sind oder Twitter-Kommentare sind und nicht nur Privatnachrichten, sondern eben auch öffentlich irgendwie plötzlich so Fragen gestellt werden und das sehe ich auch kritisch, also das schränkt auch manchmal so ein bisschen die eigene, oder das wirft einen immer mal wieder so an so einen Punkt, kann ich darauf jetzt reagieren, ohne dass ich so meine eigene poetische Position irgendwie unterwandere oder ja, so ungefähr, ja. Wie ist das bei dir? Hast du diese Erfahrung auch, dass du, also du schreibst ja vor allem auf Facebook. Ich glaube, Facebook ist nochmal, das hast du auch gerade schon kurz angesprochen, nicht ganz so nah wie zum Beispiel Twitter oder Instagram vielleicht. Da könnte man, glaube ich, nochmal drüber sprechen, wie sich diese verschiedenen sozialen Plattformen als Genre vielleicht sogar unterscheiden. Aber ist das auch deine Erfahrung? Welche Erfahrung genau, dass man sozusagen im kommunikativen Raum Genau, also die Erfahrung, die Frage, es zielt ein bisschen darauf hin, warum ist es sozusagen für dich Facebook? Also warum werden deine Gedichte vor allem bei Facebook publiziert? Was gibt dir dieses Medium, was vielleicht andere nicht können? Ja, also ich glaube, bei mir ist das Schreiben überhaupt erst entstanden durch diesen Raum und ich glaube auch sozusagen in der Kommunikation mit anderen. Der Übergang von ich schreibe was aus mir heraus, was vielleicht wirklich einfach nur wie so eine persönliche Einlassung ist, zu es nimmt eine Form an, es wird zur Form und ich arbeite auch an der Form, der war tatsächlich fließend. Und der ist stark, glaube ich, auch durch Feedback entstanden und durch andere. Und das ist für mich immer noch so ein bisschen was Seltsames mit diesem Schreiben, dass es so, es gibt doch, ich mache mittlerweile schon auch Sachen, die einfach nur so für sich stehen, aber viele Sachen sind auch so ein bisschen entstanden, manchmal sogar als Reaktion. Also ja, den Resonanzraum brauche ich irgendwie ganz stark. Und deswegen sind auch bisher die Versuche, mit mir irgendwas mal zu veranstalten, dass es sich auch mal in Print überführt, oder auch mein Wunsch, das klingt jetzt so, als hätte ich da 1000 Angebote, aber
Das ist auf jeden Fall immer noch so ein bisschen schwierig, weil ich immer noch so das Gefühl habe, dafür müsste ich mir ein anderes Schreiben aneignen. Gar nicht so sehr das Klassische, aber ich bin irgendwie noch so ein bisschen unsicher, wie sich es gut überführen lässt. Mhm. Danke. Den Resonanzraum würde ich gleich ganz gerne aufgreifen, weil der spielt hier auch bei Sarah eine Rolle. Und Christiane, du hast diesen Begriff des instantanen Schreibens, an dem arbeitest du immer noch, wenn ich das richtig verstehe. Und der ist auch total interessant. Könntest du dazu vielleicht was sagen? Genau, also der Begriff ist eigentlich der des Instantanen und den exerziere ich jetzt nach und nach in kürzeren Texten durch, die sich dann irgendwann vielleicht mal zu einem Buch zusammenfügen werden. Und so ähnlich geschieht ja auch das Schreiben im Netz vorwiegend, dass man Bewusstsein und Bewusstheit oder auch nicht beginnt zu schreiben, allmählich zu stärkerer Ästhetisierung neigt. Also auch wenn die Menschen immer noch denken, ach, das ist die Frau mit den zwei Kindern und dem Verlag und der Katze, weiß man selbst halt, wie stark die Sachen zum Teil überarbeitet sind und ästhetisiert, damit sie überhaupt in Tweetform funktionieren. Und auf Facebook ist das ja nicht großartig anders. Die präraphaelitischen Girls habe ich mir letzten Endes erstmal als eine Art Schutz, wie so im 18. Jahrhundert bei der Gartenarchitektur so ein Graben, der bestimmte Blicke verbirgt und andere eröffnet, gebaut, damit man mich ein bisschen mehr in Ruhe lässt, weil das mit den Trollen halt jede Arbeit allmählich im Netz unmöglich machte. Und das ist dann zunehmend auch ein ästhetisches Projekt geworden. Und das, lustigerweise hat sich das, was meine eigene Person angeht, zu fast dem Wichtigsten entwickelt. Also das ist das, worüber ich am meisten eingeladen werde. Und ich glaube, am einfachsten ist es, wenn ich die vier in dieses erste Buch reingemogelten Begriffsdefinitionen einfach mal vorlese, weil die ziemlich gut meinen ganzen Rahmen beschreiben. Präraphaelitische Girls, was ist eigentlich Selfie-Publishing? Selfie-Publishing ist die Selbstperformance von Menschen in sozialen Medien, die in Wirkungsschleifen mit der digitalen Selbstperformance anderer Menschen zur Erzeugung eines fluiden Avatar-Images führt. Präraphaelitische Girls, was ist eigentlich das Instantane? Das Instantane ist der Unmittelbarkeitszeitraum, der sich in sozialen Medien mit chronologischer Timeline eröffnet, worin in Wirkungsschleifen Lesen, Schreiben und Publizieren, Beobachten, sich beobachten und beobachtet werden, Monolog und Dialog, Leben und Dokumentation, Nähe und Ferne, Reiz und Reaktion, Erfahrung und Erinnerung, Kommunikation und Literatur, Symbolisches und Virtuelles sowie Autorin und Figur ineinander fließen. Jetzt noch der Begriff des Datendada, den habe ich ein bisschen modifiziert inzwischen, weil das Getrolle halt noch schlimmer wurde. Hier ist ja noch so ein bisschen, kulturpositiver beschrieben. Präraphaelitische Girls, was ist eigentlich Datendada? Datendada ist das Einnehmen der Haltung des historischen Dada aus genuin digitaler Perspektive, um aufs Neue politisch-reaktionäre Tendenzen mit ästhetisch-poetischen Mitteln wahrnehmbar zu machen und zu stören. Das Reproduzieren von historischen Dada-Techniken mithilfe von digitalen Mitteln ist kein Datendada. Das ist nur so Tüdelkram für die Zeit. Präraphaelitische Girls, was ist eigentlich performative Aufklärung? Performative Aufklärung ist das Versetzen von Menschen in Situationen, in denen sie angstfrei am eigenen Leib Erfahrungen mit Phänomenen machen können, die ihnen oder allen Menschen noch oder grundsätzlich rational unbegreiflich sind. Ja, das sind also jetzt vier Begriffe und die sind nicht wirklich Koordinaten, aber umreißen so ein bisschen die verschiedenen Sphären meines Arbeitens, weil das ja auch eigentlich in einem permanenten Switchen ineinander fließen und manchmal auch im Widerspruch steht, dieses Bücher und E-Books zu produzieren, zu publizieren und verkaufen zu müssen auf der einen Seite, auf der anderen Seite immer wieder auf Unrecht im Netz oder in der Gesellschaft hinzuweisen, was sehr geschäftsschädigend für einen selbst und das Unternehmen ist und dann wiederum auch mit literaturwissenschaftlicher Perspektive das zu beobachten, an dem man selber gerade mitwirkt, wo man mittendrin ist, Teil davon ist. Das ist ja etwas, was in letzter Zeit sehr stark diskreditiert wird, so nach dem Motto Aktivistinnen, denen fehlt die nötige Objektivität. Während andere Leute sagen, welche Objektivität denn bitte? Die hat auch die westliche Aufklärung bei allen guten Absichten nie besessen und das ist doch eigentlich jetzt offen zutage getreten.
Und ja, also ist ganz lustig. Im Prinzip bin ich im Moment auch in der kulturpessimistischen Phase, aber in einer, die nie sagen würde, man hätte sich das ganze Internet und die sozialen Medien sparen können, weil dieser Teil der neuen Literatur, die da entstanden ist und auch der vielen Stimmen, die plötzlich gehört werden, dass das jetzt in einer Art riesigen globalen Digitalbürgerkrieg erstmal führt, ist gar nicht so überraschend, was es aber nicht weniger schlimm macht. Aber ich hoffe halt, dass es so eine Art Interimsphase ist und verhalte mich selbst gerade etwas zurückhaltender, um die Werkzeuge und Mittel zu überdenken. Das hört sich nach einem relativen Ausgleich an. Vor allem nutzt du ja auch wirklich die Medien, die du dann jetzt gerade auch ein bisschen pessimistisch auch betrachtet hast, aber eben nutzt sie auf eine Art und Weise, die da auch dem was Positives entgegensetzen. Roberto, was würdest du denn sagen, wie hat sich die Literatur im Digitalen entwickelt? Ich glaube, der Pessimismus ist ein großes Thema, aber auch die Frage sozusagen, dass die Befürchtung, die sich in der Geschichte seit der Erfindung des Web 2.0, wie sich das entwickelt hat, können Sie dazu was sagen? Ja, also was Christiane sagt, dass sich das jetzt so in diese Aggressivität entwickelt, das hat man vor 20 Jahren nicht gedacht und darüber können wir sicherlich dann gleich noch reden. Aber ich würde erst einmal wollen, das, was wir hier als das neue Phänomen des Schreibens in den digitalen Medien betrachten, literaturhistorisch einzuordnen. Und zwar gar nicht mit Blick auf die Ecriture-Automatik vor 100 Jahren oder die kombinatorische Lyrik im Barock, sondern nur ans Ende des 20. Jahrhunderts, als man sich fragte, wie verbindet sich jetzt die Literatur mit den digitalen Medien. Und du hast ja das Buch erwähnt, das nun mittlerweile vor fast 20 Jahren erschienen ist, Schreiben im Netz. In dem Buch kommt das, was wir hier besprechen, gar nicht vor. Also wir haben damals, ich in dem Buch und überhaupt alle, die das damals diskutierten unter dem Titel digitale Literatur oder elektronische Literatur oder Netzliteratur, wir haben an Literatur gedacht, die sich wirklich, die technischen Möglichkeiten der digitalen Technologien ästhetisch nutzt. Also die Verlinkung etwa, die Multimedialität und das Programmieren. Also wir haben geträumt von Hyperfiction, wo man sich halt multiperspektivisch durch die Texte navigiert und einmal der Gärtner und dann andermal der Kutscher, der Mörder ist. Aber nicht, weil man verschiedene Texte liest, sondern weil man sie verschiedentlich kombiniert hat. So eine Fiction wurde nie geschrieben, es hat nicht geklappt, weil es zu schwierig ist, narrativ. Wir haben geträumt von multimedialen Texten, also so eine Fortführung der konkreten Poesie, weil ja jetzt die Texte nicht nur angeordnet werden können in bestimmter Weise am Bildschirm, was nochmal eine zusätzliche Bedeutungsebene gibt, sondern sie können auch in der Zeit angeordnet werden, sie können ja wieder verschwinden und in der Aktion. Ja, es gab so eine Geschichte von Susan Berkenheger, die Zeit für die Bombe, das war damals ein prämiertes Beispiel, da musste man auf einen Link klicken, um die Bombe in der Geschichte zu aktivieren. Sowas konnte man machen, da konnte sozusagen die Leserin mit in den Text wirklich einbezogen werden. Das ist möglich gewesen und da hatten wir gedacht, das wird sicherlich ganz, ganz spannend. Und dann gab es natürlich noch die computergenerierten Texte, ja, dass man also vom Schreiben der Wörter zum Schreiben des Codes übergeht und dann guckt, was daraus kommt. Und das hat dann eigentlich mehr für die Lyrik funktioniert, die ja von der Befremdung eher lebt als für Prosa. Da hat das nicht funktioniert. Ne? Was, und ein vierter Teil, der ist, kommt dann vielleicht dem am nächsten, was wir jetzt besprechen. Das sind die kollaborativen Schreibprojekte, wo man sich getroffen hat auf einer Web, auf einem Portal, das irgendjemand organisiert hat und dann hat man eine Geschichte gemeinschaftlich geschrieben, eine lineare Geschichte. Beim Bäcker war so ein Text damals von Klinger, weiß jetzt nicht mehr den Vornamen, die hatte das initiiert. Und das ist faktisch so ein bisschen, in diesem Falle hat man dann nicht das Technische der Medien ästhetisch genutzt, sondern das Soziale, also dass man sich im Netz eben trifft und dass Leser sofort zu Autoren werden können und dass sie das selbst produzieren, also das, was jetzt wichtig ist. Ne? Wobei jetzt man faktisch dann wieder zum
zum Single-Autor zurückgekommen ist. Ne? Das war dann eben damals nicht der Fall. Und vor diesem Hintergrund würde ich sagen, ist das, was jetzt als Avantgarde auftritt, eigentlich fast konservativ, weswegen es ja auch gar kein eigenes Genre produziert hat. Ne? Es lässt sich ja im Grunde an die etablierten Genre anschließen, wie Aphorismus oder Fragment oder Haiku. Ne? Aber diese Bescheidenheit im Aufbruch, da sehe ich auch eine Klugheit drin. Weil durch den Fokus auf das Wort und durch die Reetablierung der Autorschaft, einer identifizierbaren Autorschaft, wird die ganze Sache lebensfähiger und hat, glaube ich, eine bessere Zukunft als diese ambitionierten Experimente vor 20 Jahren, die dann eben irgendwann untergegangen sind, weil sie zu sehr von der Literatur weg waren. Mhm. Ja. Würde ich nicht aggressiv widersprechen, aber einen anderen Blickwinkel einnehmen, der sagt, ich würde nicht sagen, dass, doch, ich würde auch sagen, es sind keine eigenen Genres produziert worden, sondern Genres sind als Vorstellung und Notwendigkeit bei diesem Schreiben teilweise aufgelöst worden. Und beispielsweise ist es absolut aus meiner verlegerischen und lesenden Erfahrung legitim zu sagen, dass einige AutorInnen, die im Netz schreiben, im Gestus eines Romans, sagen wir, riesige Mengen, die noch nicht mal abgeschlossen sind von Tweets schreiben, die eventuell teilweise in Buchpublikationen erschienen sind. Also so würde ich eher den Blick auf diese Phänomene lenken. Das, was du am Anfang sagtest mit den Hypertext-Geschichten und so weiter, da möchte ich zwei Sachen anschließen, die so ganz amüsant sind, anekdotisch. Also das eine ist, dass ganz viele klassische Verleger Persönlichkeiten, wenn Sie heute über digitale Literatur sprechen, insbesondere um zu sagen, warum Sie sich persönlich nicht dafür interessieren, tatsächlich immer noch mit diesem Hypertext-Begriff ankommen, als ob all das andere gar nicht existiert zwischenzeitlich. Und dass das einfach im Output relativ öde dann doch gelaufen ist. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und das finde ich aber diskreditiert trotzdem nicht die Faszination und den Avantgarde-Begriff von damals, sondern solche konzeptuellen Sachen, das liegt in der Natur der Sache, dass die oft in der Idee spannender sind als in der Ausführung. Mein Gefühl ist, dass Hypertext sich ein bisschen auf eine andere Ebene verschoben hat. Und da habe ich ausgerechnet eine Beschreibung von Ruth Klüger, die ja vielleicht nicht die ist, die einem in dem Feld als erstes einfallen würde, die ja fast 90 ist, aber sehr digital affin, hat eine flammende Rede für das E-Book in dessen frühen Tagen gehalten und die beschreibt ihr Lesen, ich nenne den Konzernnamen jetzt nicht dazu, ist ein sehr großes Unternehmen, was mal angetreten ist, Bücher zu verkaufen, inzwischen alles verkauft. Und hat dann dieses Gerät, was dort monopolisierend eingesetzt wird, mit dem ziemlich leidenschaftliches Leseverhältnis angefangen und schreibt halt, dass dieses Springen beim Lesen, dass sie in einem Buch auf eine Stelle trifft, die sie an irgendwas erinnert, ein Gedicht, was sie in dem Moment unbedingt lesen will und dann zack, wumm, hat sie das in einer Sekunde auf ihrem Screen und liest in diesem Buch. Und das ist mein Gefühl, wo der originelle Hypertext stattfindet, also dass er dieses sprunghafte Lesen einfach durch Technologie und neue kulturelle Gewöhnungen eingeführt hat. Also es ist nicht nur öde, man muss sich nur vielleicht ein bisschen von diesem engen Begriff lösen. Ja. Also das ist richtig und da, das ist halt eben wieder das Soziale. Ne? Die Leseform wird verändert und da ist der Hypertext eben sehr hilfreich, aber als Struktur, als narrative Struktur funktioniert er einfach nicht. Er überfordert faktisch das Vermögen. Was ich aber interessant finde, vielleicht entwickelt sich ein neues Genre und du hast ja so in deinem Text zum instantanen Schreiben so einen Hinweis dazu gegeben, wenn du sagst, dass die Statusmeldungen, also die textuellen Statusmeldungen auf Facebook und die Text-Tweets in diesem Kontext der Kontextlosigkeit oder als Performance eher an gepostete Fotos erinnern als an ein gedrucktes Buch. Und das finde ich schon eine interessante Überlegung, weil dann würde ich hier auf einer ganz geschickten Weise faktisch eine multimediale Verschiebung oder eine mediale Verschiebung stattfinden und wir hätten eine Literatur, die aber fotografisch ist und nämlich, weil sie mit der Disposition des Fotos arbeitet. Ja, das würde,
Und das würde auch, das wäre vielleicht auch gleich eine Frage, ob ich das richtig verstehe, das würde mit dem instantanen Schreiben gut zusammenpassen, weil das zeichnet die Fotografie aus, dass ich sehr schnell, also ich lasse jetzt die Kunstfotografie natürlich raus, ne, ich meine jetzt die Schnappschüsse, die man macht, Momentaufnahmen, dass ich sehr schnell etwas festhalte, was auch nicht unbedingt durch meinen Kopf gehen muss, das können Sachen auf dem Foto sein, die ich gar nicht gesehen habe, ja. Und das dann aber wirklich dokumentarischer ist, als wenn ich jetzt nur das festhalte, was mir wirklich bedeutsam ist. Und wenn man sich das in Text vorstellen könnte und wenn Facebook-Meldungen so funktionieren, dass faktisch man an sich selbst vorbei sein eigenes Leben festhält, ohne eben diese Kontrolle als Autor oder als Autorin, die man sonst immer über seinen Text hat, das wäre schon ein interessantes Genre, das es vorher nicht gab. So. Ja, aber ich muss es nochmal, ist mir ja sehr wichtig. Ich glaube einfach, dass es nicht um Genre geht. Ich glaube, dass es absolut richtig ist, dass es eine sehr starke Bildhaftigkeit im Text ist, genauso wie eine starke Mündlichkeit im Text ist, weil es ja aus dieser Chat-Ästhetik auch teilweise sehr stark gespeist wird. Und da dann aber auch wieder unglaublich individuell, je nach Person, die schreibt, mehr diese Bildlichkeit, mehr diese Mündlichkeit. Oder auch, ich habe ein Buch herausgegeben, die von der Akkordeonistin auf Twitter, das ist einfach ganz klassischer Text, das gibt es auch. Und es ist trotzdem instantanes Schreiben gewesen. Also ich glaube einfach, dass die Notwendigkeit, ich glaube, die Art des Schreibens ist wichtiger als das Ergebnis. Also deswegen ist Genre für mich nicht so ganz das Richtige hier, sondern dass man den Modus, die Haltung, den Gestus und den Blickwinkel des Schreibens, den kann man, glaube ich, nach und nach gut beschreiben, aber auch nicht in so einer Letzte-Worte-Fassung. Aber die Einordnung in klassische, literaturgeschichtliche Genre halte ich für, also nicht für unmöglich, aber vielleicht für sinnlos. Also das ist so ein bisschen mein Gefühl, dass es das Schreiben hier nicht richtig berühren kann. Elisa? Genau, also mir sind dazu so ein bisschen, ich glaube, ich möchte mich so ein bisschen dagegen wehren, dass kein Experiment stattfinden würde oder dass man sozusagen wieder zu klassischen Formen zurückgekommen ist. Ich glaube nur so, also um das Bild zu wählen, Man versucht nicht irgendwie ein ganz neues Sonnensystem zu entdecken, sondern man schaut mal, wie die Planeten sich drehen, und die Planeten drehen sich und es sieht jetzt anders aus und das ergibt andere Effekte. Und ich glaube, da passiert tatsächlich sehr viel. Also ich habe das Gefühl, bei Twitter vielleicht sogar mehr, vielleicht auch tatsächlich nochmal konkret an Sprache oder so. Genau, aber ich habe schon das Gefühl, dass sehr viel Experiment stattfindet. Ich glaube nur, dass es weniger Spektakel im Außen sein will, sondern vielleicht wirklich sich eher in den Stimmen und wo die Schlaglichter hinfallen und so. Und das Zweite ist, das mit dem Fotos ist mir, glaube ich, so ein bisschen, irgendwie verstehe ich das, weil ich glaube, dieses Schnappschussartige, das gibt es, aber ich glaube, das ist sehr stark Literatur und nicht einfach Bild, schnelles Bild. Und für mich zum Beispiel ist diese seltsame Form von Verdichtung eigentlich ganz wichtig. Ich glaube, das geht eigentlich zurück zu diesem Sonnensystem, ne? Am Ende muss da schon anfangen zu kreisen. Nicht jeder einzelne Post, sogar die Sachen, die manchmal nur ganz klein sind oder für sich gar nicht funktioniert haben. Aber zusammen ergibt das was und dann bewegt es sich und da entsteht die Dynamik auch. Und das, ich habe zum Beispiel, und ich glaube sogar, dass die klassische Literatur da ein bisschen klauen will gerade. Ich habe mir vorher immer überlegt, Buch schreiben, Roman schreiben, irgendwie haben das plötzlich immer alle so gesagt, als müsste ich das machen, und dann, ich wusste einfach, das kann ich gar nicht. Also ich glaube, diese lineare Erzählung, und irgendwie erstmal hat sich das angefühlt wie so ein Unvermögen oder wie ein Versagen. Warum kriege ich diesen 19. Jahrhundert-Roman nicht hingeworfen? Dabei habe ich so viele von denen gelesen. Und dann kamen jetzt so ein paar Sachen raus, schon länger, glaube ich. Letztes Jahr gab es dieses Buch von Ocean Wang. Ich weiß nicht, ob das jemand gelesen hat. Und dann habe ich so gemerkt, ja, ich glaube, es werden andere Geschichten erzählt und die erzählen sich nicht mehr so. Wie sollen sich Geschichten von Geflüchteten erzählen lassen, die fragmentarisch, die zersplittert sind?
Und für mich spielt das eine große Rolle. Und ich glaube, deswegen ist dieser digitale Raum auch ein guter Raum. Und für viele Leute, die in diesen linearen, klassischen Erzählungen, die zum Beispiel die europäische oder nordamerikanische Literatur kennt, nicht enthalten sind. Ja. Das finde ich einen total spannenden Punkt und spricht auch nochmal das, was ich kurz in meiner Einleitung über deinen Text gesagt habe, was die Protagonistin, die sich als abgeschnittene Person, wenn, auffassen möchte und sich ja eben auch nur in so kurzen Prosa-Stücken darlegt. Und wenn ich mich recht erinnere, sind auch die Fotos, die da zu sehen sind, fast immer irgendwo abgeschnitten. Kannst du vielleicht zu dieser, also was ist deine Motivation als Autorin, die Protagonistin noch mit Fotos zu ergänzen? Das ist vor allem einfach dadurch, dass ich mich in diesen beiden künstlerischen Ausdrucksformen aufhalte, und das bedingt sich für mich immer so ein bisschen gegenseitig. Also ich fotografiere und schreibe in ähnlichen Themenbereichen, und wenn ich an einer bestimmten Sache literarisch arbeite, dann geht das auch immer ein bisschen ins Fotografieren, und im Endeffekt kam das so zusammen oder so zustande. Ich muss sagen, so aus meiner eigenen Schreibpraxis oder eigenen künstlerischen Praxis, so ein bisschen jetzt auch zu dem, was du gesagt hast, also zum Beispiel, wenn solche Texte, die im Internet entstehen oder in diesen, vor allem jetzt Social Media entstehen, wie in meinem Fall, dann plötzlich in Bücher überführt werden, dann passiert bei mir Folgendes: Ich schreibe dann tatsächlich ein Buch. Also ich arbeite nochmal an diesen Texten. Ich schreibe die um, ich bringe die in eine Ordnung. Das sind nicht mehr nur noch die Texte, die im Internet oder beziehungsweise es entsteht eben nochmal eine komplett neue Form. Das macht aber diese Texte, die im Internet stehen, nicht irgendwie weniger, oder, sondern die sind trotzdem zu einer bestimmten Zeit geschrieben worden und ich veröffentliche sofort, also ich schreibe und veröffentliche. Also da ist natürlich ein Schreibprozess, aber also insofern sind die auch in so eine bestimmte Zeitlichkeit gebunden und auch in einem irgendwie zeithistorischen Kontext, den ich dann wiederum in dem Moment, wo ich anfange, die dann in Bücher zu bringen oder auch mal, ich rearrangiere meine Texte immer und immer wieder, also viele Sachen tauchen auch in 3-4 verschiedenen Formen dann wieder auf. Na, dadurch, das ist so ein dauerhafter Prozess und ein Teil davon ist eben dieses digitale Schreiben. Und innerhalb dieses digitalen Schreibens zum Beispiel, also ich würde die zum Beispiel nie löschen. Ich würde mein Facebook nie löschen oder mein Twitter. Ja, das, was zum Beispiel Jan Böhmermann gemacht hat und dadurch irgendwie versucht, so eine Wertigkeit auch in dieses Buch irgendwie reinzugeben, die kommt mir total sinnlos vor, weil ich würde sagen, nee, ich möchte schon, dass dieser Prozess, den diese Texte machen, dass der auch irgendwo sichtbar ist, wenn man den verfolgen möchte. Den kann man bei mir, glaube ich, ganz gut verfolgen. Ja. Und dadurch sieht man auch, wie sich so Text entwickelt, wie sich auch Text. Also ich bin zum Beispiel viel feministischer geworden innerhalb von 10 Jahren und bestimmte Dinge, die ich vor 10 Jahren, heute zum Beispiel nutze ich nur noch irgendwie gegenderte Sprache, das habe ich vor 5-6 Jahren noch nicht gemacht, dadurch verändert sich der Text, aber ich finde es eben spannend, das auch zu sehen, und ich finde, das gibt halt die digitale Literatur auch total gut her. Ja. Genau, und beim Verlegen mache ich was absolut Vergleichbares, dass ich nämlich die Sachen, also aus diesem instantanen Schreiben und auch Wirken, du hast in der Anmoderation von dem zwischen den Zeilen lesen gesprochen, und ich finde, das kann man auch nochmal umkehren, dass gerade bei diesem Miteinanderwirken, also so ähnlich wie Menschsein sich ja eigentlich in Relationen letzten Endes nur konstituiert oder fühlen lässt, dass man Mensch ist, wenn irgendwie noch ein anderer Mensch da ist, der einem das spiegelt und man dem. So ähnlich ist das für mich mit diesem instantanen Schreiben auch. Da geht es wirklich um die Konstellationen, zum Beispiel die präraphaelitischen Girls schreiben immer absolut unmittelbar in Reaktionen auf irgendwas, was auftaucht im Netz. Aber wenn ich dann das Buch mache, und genauso gehe ich mit Sarahs Collagen um, diese ganzen Layers, die in ihren Collagen verarbeitet sind, wenn ich die Bücher mache oder auch bei Janina Ilitschewa, die ja nicht mehr lebt, also wo es auch eine ganz große publizistische Verantwortung ist, das zu machen, ich bringe die in eine Erzählung, ich gebe denen eine ganz andere Ruhe, eine ganz andere, tatsächlich kriegen die dann auf einmal hermeneutische Tiefe, die nicht bei jedem Tweet so gegeben ist. Manchmal geht es tatsächlich nur um die Wahrhaftigkeit, um den Gestus, die Lebendigkeit oder auch einfach mal um Beauty oder irgendwas. Wohingegen in den Büchern bringe ich die mit anderen Strukturen in Verbindung. Und ich glaube, das ist halt
eben der große Unterschied, wie nur Leute mit dieser Literatur arbeiten können, die auch Teil dieser Literatur sind. Also dass die mit diesem alten Rüstzeug, was man im Studium gelernt hat oder im 20. Jahrhundert, wenn man alt genug ist, sozusagen noch aufgesogen hat, da dann wieder neue Wirkungen auch herzustellen. Das finde ich nochmal einen total spannenden Aspekt auch zu der anderen Form der Historisierung dann von Literatur und der Entstehung von Literatur. Ich würde total gerne den Raum öffnen für Fragen. Wenn es direkt spontan eine gibt, es funktioniert, glaube ich, heute so, weil in diesem Raum die Akustik relativ gut ist, dass ich Sie und euch einfach bitten würde, aufzustehen und die Frage relativ laut zu stellen. Wenn jetzt in dieser Sekunde keine Fragen da sind, würde ich gerne noch mal in die Runde werfen. Du hattest gesprochen von einer Ästhetisierung, die nicht stattgefunden hat, was zum Beispiel Programmierung und Codes angeht, was man erwartet hatte. Ist sozusagen die Darstellung der Persona, ist das die Ästhetisierung, von der wir hier vor allem sprechen? Was ist die, also welche Ästhetisierung findet denn statt momentan in der Literatur, die vor allem wahrscheinlich auf den sozialen Netzwerken, in den sozialen Netzwerken entsteht, aber eben auch darüber hinaus? Ist das eine zu offene Frage? Ich weiß es nicht, also weil die Sphären der genuinen digitalen Literatur gehen ja schon bei mir im Verlag so weit auseinander. Also ich habe einmal die eben Code-gestützte, konzeptuell digitale Literatur, die ja sowas ganz Synthetisches hat, und wo es mehr so ist, dass man Begriffe und Vorstellungen ästhetischer und gesellschaftlicher Art zum Beben bringt, wohingegen die Dinger dann nicht unbedingt Lesevergnügen sind am Schluss. Wohingegen auf der anderen Seite diese kleine Formenreihe mit den Sachen, die eben diese spontane, emergierende Literatur aus sozialen Netzwerken ist, die sind oft unheimlich schön zu lesen. Und das ist ja dann der oft große Überraschungseffekt für Leute, die nicht in diesem Twitter und diesem Facebook solche Sachen lesen, wie schön sie das dann finden, wenn man es ihnen mal als Buch hinhält. Ich glaube, die Ästhetisierung, also ich kriege es nicht unter einen Hut. Ich kann nur sagen, Ästhetisierung ist immer eine treibende Kraft beim Schreiben im Netz. Ja, ich finde das auch zum Teil total schwierig, also weil ich jetzt auch wieder gesprochen aus der AutorInnen-Perspektive. Erstmal vor allem, also es gibt ja so verschiedene Formen, wie so Kunst in einem entsteht. Es gibt eben so dieses Impulsive, dann natürlich das, wo man länger drüber nachdenkt oder irgendwie was baut. Und Twitter, Facebook, auch Instagram sind schon irgendwie so digitale Räume, die schon so diese Impulsivität irgendwie so ein bisschen mittragen, aber gleichzeitig auch mit der Schwierigkeit, wenn ich zum Beispiel, also Ästhetisierung im Schreiben ist für mich, ich habe irgendwas, ich sehe etwas und ich poetisiere das in mir irgendwie. Ich mache daraus irgendwie, ich habe da einen literarischen Blick, der irgendwie auch mehr ist als das, was ich jetzt gerade so sehe, eins zu eins. Und das Problem, was ich für mich zumindest daraus in den letzten 10 Jahren entwickelt hat, ist, dass ich ab einem bestimmten Punkt nicht mehr in der Ich-Perspektive schreiben konnte auf den Accounts, die direkt mit meiner Person verbunden sind, weil ich es irgendwann nicht mehr ausgehalten habe, dass dieses Ich immer mit meiner realen Person irgendwie eins zu eins gesetzt wird. Was meine Lösung dafür, das ist so eine Behelfslösung, ich habe einfach 10 Twitter-Accounts und verschiedene Facebook-Accounts und die eben auch nicht alle mit mir identifizierbar sind. Und habe dann darüber quasi so für mich diese Lösung gefunden. Aber das ist auch nur so eine Behelfslösung. Also ich meine, das ist ein Konflikt erstmal, den ich jetzt, glaube ich, in so meinem AutorInnenleben wahrscheinlich auch gar nicht unbedingt lösen werden kann. Das ist auch nochmal ganz kurz, das bei den präraphaelitischen Girls, das hat wirklich unglaublich gut funktioniert. Die Verschiebung von erste Person Singular in dritte Person Plural ist so ein fantastischer Schutz. Und die wenigen Leute, die dann wirklich mansplainen, also die machen sich ja so lächerlich und dann tobt auch wirklich die Timeline sofort los. Das ist halt einfach unglaublich lustig, wenn dann so ein modifizierender oder du gehörst mal ordentlich irgendwas und man das irgendwie so einem Gemälde schreibt quasi.
Genau, es gibt auch sonst noch eine Frage, aber gerne noch die Antwort. Die Ästhetisierung, die ich sehen könnte und die ich spannend fände, die aber sicherlich nicht in der Buchform dann gibt, sondern wirklich nur am Bildschirm, nur auf den Portalen, auf Twitter oder Facebook oder anderen sozialen Netzwerken, wäre eine der eben des Instantanen und des Situativen. Es gibt also in der Theoriebildung, in der Erzählforschung, wenn die darüber sprechen, die nennen das dann so Small Stories, ne, diese Status-Updates, die Christiane eben auch erwähnt hat, als mehr wie Foto. Ne, und die sprechen dann davon, dass diese ganzen Status-Updates, die wir da machen, die ergeben so ein pointillistisches Selbstporträt. Ja, also viele Punkte, die situativ rausgehauen werden, eben wenn sie, aber das ist eben auch eine Bedingung, dass sie eben wirklich rausgehauen werden und aus dem Moment entstehen, sonst wäre es wieder das normale Nachdenken. Aber der Punkt, den ich immer wieder sehe, also in deinem Text zum instantanen Schreiben habe ich das so empfunden, und Holger Schulz in seinem Buch zur ubiquitären Literatur macht das ja auch ganz stark, ne? Dass diese Texte nicht kuriert sind, dass sie nicht Sinnkontrolle machen im Nachhinein und so weiter. Das ist natürlich dann, wenn sie als Buch erscheinen, ganz anders, ist mir klar. Aber bleiben wir mal bei diesen Texten, die dort eben unter dieser besonderen Situation entstehen. Das finde ich dann schon spannend und dann wird es eben auch wieder nicht ein pointillistisches Porträt, sondern eher eine Fotografie. Je mehr ich oder je weniger ich diese Sachen, die ich raushaue und die dann zusammen etwas ergeben, aber eben auch nicht wie beim Pointillismus, wo man ja vorher weiß, was man malen will und dann bewusst die Punkte setzt. Hier ergibt sich das einfach so. Ne? Aber es sagt trotzdem etwas aus über mich, wie Elisa das vorhin sagte, eine Verdichtung findet statt, aber sie findet eben, und das ist das schöne Paradoxe, an mir, am Autor selbst vorbei statt. Und das ist natürlich dann eine Ästhetisierung sozusagen des automatischen Schreibens, das aber durch meine Hand geht. Das finde ich eine spannende Sache, wenn das so ist. Und dann ist man wirklich weit weg von all diesen traditionellen Formen der Literatur, die da immer sehr vorsichtig darauf schauen, was habe ich jetzt gesagt und kann ich das so stehen lassen. Ja, ich muss dazu auch noch kurz was sagen. Und zwar... Genau, also ich glaube aber nicht nur in der, also wenn man jetzt nicht bei der eigenen einzelnen Autorinnenschaft bleibt, zu der ich auch gleich noch was sagen muss, aber dann ist es ja, ich würde vielleicht eher das Wort kaleidoskopisch nehmen und würde auch sagen, dadurch ist so, sind diese Plattformen wirklich vielleicht auch nochmal mehr wie so ein urbaner Raum, in dem die Sachen auch wirklich immer überlagert sind und sich gegenseitig beeinflussen und verändern. Und das mag ich eigentlich ganz gerne. Also die Literatur wird vielleicht urbaner dadurch, denke ich manchmal. Und zur Autorinnenschaft ist es so ein bisschen, das ist halt gerade Facebook ist ja eigentlich da noch ein relativ klassisches Medium, wo man ja wirklich über so einen Account, das hat meistens noch das eigene Foto. Bei mir ist das auch wirklich, das ist halt auch wirklich mein Account und da habe ich dann auch meine Urlaubsbilder und so drin. Daraus heraus ist ja überhaupt erst die Autorinnenschaft geboren und jetzt merke ich aber, dreht sich das langsam so ein bisschen um. Und eine Zeit lang habe ich das auch so als Konflikt oder Problem begriffen und dann eher zu sowas, wo ich so gemerkt habe, vielleicht kann ich mich da ja aber auch einfach so ein bisschen verlassen. Ich biete einfach so diese Hülle an. Das bin ich ja auch trotzdem noch und trotzdem weiß ich, wenn ich darin schreibe. Und da zum Beispiel findet für mich so eine Art von Experiment statt. Das ist nicht sprachlich oder so, aber ich schaue, wie ich mich auch als Autorin wirklich dazu verhalten kann und für was ich alles ein Gefäß sein kann. Das ist noch so ein bisschen, also es ist auf jeden Fall ungefunden, aber ich habe das Gefühl, dass... auf jeden Fall beeinflusst ist das, wie ich mittlerweile darüber schreibe. Und dieses Missverständnis, dass Leute das Gefühl haben, das ist authentisch, mir manchmal Tipps geben oder mich bedauern und solche Sachen oder manchmal was auch immer denken, ich erlebe ja wahnsinnige Sachen,
die meisten davon habe ich ja auch erlebt, aber natürlich überhaupt nicht so. Das finde ich irgendwie auch gut. Das gehört irgendwie so ein bisschen dazu, weil kann ich irgendwie schlecht erklären. Und die dritte Technik, und ich glaube, damit ist so ein bisschen, oder den dritten Punkt, den ich bei mir persönlich sehe, du hast es am Anfang erwähnt, ist dieser Zoom-Charakter. Ich glaube, ich mache viel so Zoom-Sachen und dafür bietet sich diese Form halt sehr gut an, in diesen komischen kleinen Sachen wirklich reinzugehen und das Kleine sehr groß zu machen. Und auch da ergibt sich wieder so ein Kaleidoskopbild. Also ich glaube schon, dass diese Form, bestimmte Schreibformen dort erst entstehen. Eine Sache, das ist jetzt so ein bisschen zwiespältig, weil das wollte ich mit Holger Schulze tatsächlich zuerst mal eins zu eins austragen, dessen Buch ich total gut finde. Und auch da ist es kein Widerspruch, sondern ich würde an einer Stelle eine komplett andere Perspektive ein, die aber einfach damit zu tun hat, dass ich eine Autorin bin. Und da unterscheidet sich etwas wirklich kategorial, und zwar, dass diese ganze Goldsmith-Nummer mit dem Dumpwriting, also dem dummen Schreiben, zu so einer Perspektive, die tatsächlich sehr wichtig als kreativer Impuls in der Diskussion war, aber zu der kann man einfach nur kommen, wenn man aus der privilegierten Sicht eines weißen Cis-Mannes schreibt. Wohingegen für uns ist das unser einziges Schreiben. Es ist auf diesen Plattformen entstanden. Es ist immer mehr, immer dichter, immer größer, immer ästhetischer, immer wirkungsvoller geworden. Und ich würde auf keinen Fall sowas wie einen klassischen Werkbegriff etablieren wollen, aber vielleicht sowas wie ein Gesamtwirken, ein unabgeschlossenes. Und deswegen ist auch das pointillistische Gemälde für mich nicht ganz zutreffend, und das mit dem Foto habe ich so auch gar nicht so genau gesagt, sondern für mich ist es mehr wie ein Video, dem man beim Drehen zuguckt, aber das man auch trotzdem sehr stark kontrolliert. Also wogegen ich mich total wehre, nur weil es sehr unmittelbar passiert und wirklich so rausgehauen wird, und das ist wahr, das heißt nicht, dass es nicht auf einer großen Schöpfungshöhe geschieht, sehr bewusst ist, mit einem riesen Instrumentarium, was man sich im Laufe der Zeit zugelegt hat und entwickelt, und dann auch wieder von Person zu Person so unterschiedlich. Diese Konstellationen, das Kaleidoskop, das Gesamtwirknis zwischen den Zeilen ist ja mehr so dieser Emergenzeffekt, wie das als Ganzes im Netz wirkt. Und trotzdem würde ich sagen, dass so sehr, sehr, sehr viele Schreibende, insbesondere Autorinnen oder andere aus marginalisierter, nicht Sicht unbedingt, aber Einschränkung herausschreibend, dort ganz große eben dieses Gesamtwirken hinlegen. Und das Dumpwriting finde ich dann einfach auf eine bestimmte Weise, es ist nicht so eine Pauschalkritik an dem Begriff, der hat absolut seine Berechtigung, aber um speziell das Schreiben von diesen Menschen zu beschreiben, finde ich ihn zu frivol, da haut er einfach nicht hin. Ja, also ich finde das, vielen Dank auch nochmal für den Hinweis einfach, dass es dass man sich darüber auch bewusst sein kann, dass wenn die Literatur, die eben viel in sozialen Netzwerken und im Internet entsteht, wenn man die sozusagen kritisiert, dann kritisiert man eben auch gleich die Tatsache, dass da Personen eine Stimme bekommen, die sie sonst durch die vielen Gatekeeper nicht bekommen. Und das finde ich... Sich nehmen. Wie bitte? Sich nehmen. Sie bekommen die Stimme nicht, sondern sie nehmen sie sich. Ja, du hast total recht. Absolut. Du hast total recht. Sie nehmen sie sich, genau. Und genau, das wollte ich nur noch mal auch unterstützen. Und dass das Ernstnehmen erstmal auch jeglicher Stimme da total wichtig ist. Also die Welthaltigkeit, was ich zu dem eben nochmal eben dieses leichte, nicht abtun, aber eben dieses so, dieses ist nicht so bewusste, ist eine Dump-Literature und so weiter. Ich würde auch sagen, die Wählhaltigkeit ist eine ganz große Qualität dieser Literatur. Die erlaubt vielleicht viel mehr als klassische Prosa im Augenblick, aus Literatur ein Gefühl für das, was Welt und Gesellschaft und Kunst im Moment sind, zu destillieren. Auch wenn das vielleicht niemand mehr so klassisch macht, aber das ist wiederum, man auch so eine Anmutung, einen Eindruck hat, dass einem etwas mediiert, vermittelt wird, für das man sonst noch keine Begriffe hat. Das leistet, glaube ich, diese Literatur sehr häufig. Und das, was du meinst mit dem Preis, den man zahlt, das ist absolut richtig. Also ich würde es bei meiner Doppelrolle als Verlegerin und Autorin inzwischen so beschreiben, ich hätte nie versuchen sollen, mich mit dem klassischen Kulturbetrieb
vermittelnd einzulassen. Also da ist nichts Gutes draus entstanden. Es war einfach so dieses, ich bin klassisch akademisch ausgebildet, komme noch aus dem 20. Jahrhundert. Ich fühlte mich so ein bisschen verpflichtet, so, weil ich so Zugang gefunden habe zu diesen neuen Entwicklungen, dass ich versuche, zwischen diesen beiden Welten, die sich wirklich da so ein bisschen voneinander teilweise getrennt haben, zu vermitteln. Das hat nicht funktioniert. Das ist einfach hat nichts gebracht. Ich hätte viel radikaler noch arbeiten sollen. Ich hätte wirklich ohne ISBNs verlegen sollen. Ich hätte nie mit Print anfangen sollen. All solche Sachen. Ich habe ganz viele Sachen gemacht, die man von außen an mich herangetragen hat und die haben eigentlich ausgebremst im größeren Verlauf. Ich bereue überhaupt nicht, die tollen Bücher zu machen. Aber wenn ich heute so darauf zurückschaue, wie kaputt ich teilweise jetzt einfach so kräftemäßig bin und ganz viele Leute um mich herum, hätte man wirklich noch viel mehr auf so eine Art Medien-Kulturbetriebsanarchie setzen sollen und sich gleich zu solchen Netzwerken zusammenschließen, die sich jetzt so ein bisschen als heimliche Hintergrundgruppen gebildet haben. Also dieses sich in der Öffentlichkeit aussetzen, bei Sarah bemerke ich das ja ganz stark und du musst dich ja, also du bist da ja teilweise wirklich so, wie sagt man das, Trolls und ja, also schon Angriffen ausgesetzt und gleichzeitig aber auch mehr so, ich glaube, du bist aber auch aktivistischer, du hast da auch einen aktivistischeren Standpunkt. Für mich ist das nicht so, ich setze mich dem, also ich hab da schon meine Eierschale drum. Ich habe keinen öffentlichen Account, man muss mich anfragen. Meine Sachen sind nicht, es war auch mal anders, das habe ich irgendwann geändert. Meine Sachen sind nicht shareable, das ist mir, glaube ich, irgendwie wichtig. Nicht, weil ich denke, die sind alle so wertvoll und müssen teuer bezahlt werden, aber irgendwie möchte ich, glaube ich, nicht, dass die da so frei flottieren. Und das ist auch nicht mein Hauptaugenmerk. Das habe ich schon gemerkt, so Reichweite, daran hätte ich vielleicht arbeiten. Also oft wird mir das gesagt, sollte daran noch mehr arbeiten. Und ich glaube, das hätte ich auch irgendwann tun können. Aber irgendwie wollte ich eher so das Gegenteil und dachte, dass sich daraus überhaupt erst so ein Raum ergibt, um diese, wie Lea ja den Begriff eingeführt hat, radikale Verletzbarkeit, um das vielleicht zuzulassen oder überhaupt erst zu ermöglichen. Und mit Verletzlichkeit würde ich ja vielleicht sogar eher sagen, meine ich gar nicht so sehr Seelenstriptease, obwohl ich das auch manchmal mache, sondern wirklich zu wissen, dass man hier auch einen Umgang ermöglicht, der muss nicht immer vorsichtig sein, der darf sich auch was zumuten und so, aber wo klar ist, man will am Ende tatsächlich etwas entstehen lassen und nicht einfach nur zerstören. Und ich möchte diesen Teil der Öffentlichkeit, das gibt es mittlerweile sehr stark, gerade im Internet, der möchte ich mich nicht aussetzen. Da denke ich, man muss sich wehren und sie führen auf unterschiedlichen Ebenen, politisch, privat, wie auch immer, einen Angriff auf diese Art von Verletzlichkeit, auf die verletzlich sind. Und ich glaube, ich habe nicht das Gefühl, das muss man abwehren, damit muss man sich auseinandersetzen, sondern ich glaube, für uns ist wichtig, ganz klar Schranken setzen, Grenzen setzen, gar nicht erst reinlassen. Und ich meine das, glaube ich, nicht nur literarisch, so generell. Vielleicht denke ich sehr viel mehr als andere Leute. Man muss da einfach sehr stark eine Abgrenzung ziehen. Sarah, du hast das Mikrofon schon in der Hand, oder? Ich habe total viele Gedanken zu dem Thema. Das ist irgendwie auch schwierig, weil ich gar keine theoretische Position dazu habe, sondern halt immer nur so aus meiner Erfahrungswelt als Autorin darüber irgendwie. Mir kam gerade so eine Anekdote, dass vor so ein paar Jahren in so einem Trollfeuer haben irgendwann mal irgendwelche Trolle so einen Dialog geführt darüber, ob wie witzig das wäre, wenn all das, was ich schreiben würde, gar nicht wahr wäre und sie sozusagen dem dann so auf dem also irgendwie so ein Dialog halt. Und als ich das gelesen habe, das hat bei mir so einen Kick verursacht, also oder ich war dann irgendwie so, ach wisst ihr was, es ist doch auch egal. Also ob ihr das jetzt für wahr halt, also die greifen mich immer eben auf dieser Grundlage an, dass es wahr und plötzlich haben die selber so eine Metadiskussion darüber geführt, wie sie, und dann dachte ich so, naja,
also das ist ja schon wieder so eine Stufe drüber, dann, das ist schon fast wieder so eine literaturtheoretische Diskussion, die ihr da führt. Finde ich eigentlich ganz geil, macht das doch mal, ich klinke mich jetzt raus. So. Also ich mache mir da jetzt keine Gedanken mehr drüber und das hat tatsächlich auch dazu geführt, also ich habe das alles, ich habe diese Trollangriffe, ich kriege die halt nicht mehr mit, weil ich das halt mich so davon quasi losgemacht habe und das war schon irgendwie ganz gut und es geht so ein bisschen auch in dieses radikale Verletzbarkeit. Also ich habe das so für mich akzeptiert, dass ich da ab so einem gewissen Punkt da keine dass ich so einen Text, also dass ich das loslassen muss, egal wie nah das auch an meine Person irgendwie herangeht, aber irgendwo muss man diese Kunst irgendwie so freilassen und das passiert auch in dem Moment, wo man von so Trollen angegriffen und rezipiert wird, wenn man es aushalten kann, also es können auch nicht alle, also ich kenne auch viele, die auf der Strecke einfach komplett sich entzogen haben und sowas, ja, also dass ich überhaupt auch wieder zurückgekommen bin, also ich war dann auch für ein halbes Jahr erstmal weg, da hatte ich natürlich auch irgendwie so das Supportive System um mich herum, das mir diese Möglichkeit gegeben hat. Das haben nicht alle und deswegen muss man schon auch dagegen kämpfen, dass Menschen so im Internet so angegriffen werden und so. Also das ist jetzt nicht so, ja. Ja, diesen ganz geöffneten Raum, der ist halt im Moment einfach nicht lebbar. Also außer man möchte wirklich so Märtyrerin-mäßig antreten. Das ist jetzt bei mir nicht so ausgeprägt. Deswegen gucken alle jetzt gerade so, ob sie ihre Accounts mehr schützen, was natürlich nach außen dann wieder so wie ein Erfolg der Trolle aussieht. Und dann denkst du dir dann halt, ist mir doch egal, wie das aussieht. Es geht mir halt wirklich um meinen persönlichen Schutz. Grundsätzlich ist halt so ein bisschen, weil wir ja auch so ein bisschen das Thema mit Don't Touch haben, eigentlich ist ja die ganze Zeit so dieses Ausbalancieren zwischen berühre mich, lass dich berühren auf einer intellektuellen, ästhetischen, politischen, gesellschaftspolitischen Ebene, je nachdem, wie man unterwegs ist beim Schreiben und Lesen im Netz, aber pack mich nicht an. Also so dieses tritt mir nicht die ganze Zeit ungefragt zu nahe, weil ja ganz viele Leute über einen verfügen, als ob man so eine unbezahlte Assistentin ist und permanent zum 8 Milliardensten Mal die gleichen Fragen stellen, die man googeln kann und so weiter. Und da, das ist halt auch so nicht nur ein Erwachsenwerden Digitales auf allen Seiten, wo man dann auch eben merkt, was man nicht mehr mitmachen muss. So ähnlich wie man gelernt hat, nicht mehr höflich zu lächeln, wenn Leute rassistische Sachen in Hörweite sagen. So ähnlich lernt man das jetzt auch im Netz, sich Sachen nicht mehr gefallen zu lassen und Strategien und Schutzmaßnahmen zu entwickeln. Und das sehe ich nicht als Zeichen der Schwäche, sondern der digitalen Aufklärung an gegen Leute, die sich nicht an die Regeln halten. Und wenn das Gesetz es noch nicht abfedert oder kulturelle Gewohnheit, dann muss man halt persönliche Strategien entwickeln und die dann idealerweise vielleicht auch teilen, kommunizieren, anderen eröffnen. Also ist ein sehr weites Feld, aber natürlich, der Witz ist halt, also das habe ich an irgendeiner Stelle auch gemerkt, ich habe tatsächlich noch die Wahl. Ich kann in klassischen Medien publizieren, Leute interessieren sich dafür, Artikel von mir anzunehmen und die zu veröffentlichen. Diese Möglichkeit haben nicht alle Leute, die ich unglaublich gerne im Netz lese und von denen ich viel gelernt habe, weil da dann halt wieder ist, wieso, wir hatten die doch schon mal bei einem Panel über Rassismus 1812, warum soll ich der jetzt eine Kolumne geben, so ungefähr, da ist, so ist ja ein bisschen die Logik in klassischen Medien noch, sodass man ein gewisses Verantwortungsgefühl, habe ich zumindest, mich nicht ganz vom Acker zu machen, obwohl Twitter mir absolut gar nichts gibt im Moment. Aber ich halte es ja nur für eine Zwischenphase. Vielleicht muss man Twitter verlassen und was anderes machen. Persönlich plane ich jetzt für eine Weile mehr so in die Newsletter-Fanzine-Ecke zu gehen, dass ich einfach einen kontrollierteren Rahmen wieder habe, weil mich interessiert tatsächlich die große Reichweite schon lange nicht mehr. Vielen Dank auch nochmal auf den Hinweis von Nähe und Distanz, was ja tatsächlich das Thema ist. Und ich hatte das einleitend gar nicht so deutlich gemacht, dass es natürlich auch um eine Nähe und Distanz geht, die total überschritten werden kann. Also dazu Folgendes, ich habe auch viel über das 18. Jahrhundert gearbeitet und es ist absolut legitim und naheliegend, da Analogien zu sehen, aber ich glaube einfach, wenn man so wie wir hier alle Twitter oder andere soziale Medien genutzt hat, würde man, da wird die Nähe immer kleiner. Also so der riesige Unterschied ist, dass es halt im 18. Jahrhundert ein Gestus des Unmittelbaren war und dass dann die klapprige Postkutsche 8 Tage später vorbeikam und es einfach nicht der Fall ist, während es jetzt einfach in Echtzeit auf jedem Ort, an jedem Ort der Welt wirklich sofort gelesen werden kann. Und dass man das ja auch teilweise
eben radikal fühlt oder auch nicht fühlt und dass das jeweils ganz starke Impulse setzt auf das Schreiben. Manchmal dieses unangenehme Überraschtsein, wenn einem klar wird, dass einen Leute lesen, an die man gar nicht gedacht hat und an die man auch gar nicht denken wollte, und umgekehrt, dass man halt eine unglaubliche Nähe erzeugt mit Menschen beim Briefschreiben war es ja doch meistens so, ich meine, es waren teilweise wirklich auch Fremde, wo man sich dann immer mehr in romantisierte Nähe rein fantasiert hat. Das passiert ja auch sehr häufig heute in so Chat-Kommunikationen. Aber ich will eben sagen, der Unterschied ist wirklich einfach die total andere Technologie. Es ist einfach jetzt instantan. Und dieses Begreifen, Fühlen, Verstehen oder auch noch nicht Verstehen, wirkt ganz stark auf die Literatur ein, während es früher ja einfach in dieser unglaublichen Ödnis des letzten Endes ziemlich solipsistisch in irgendeinem Schreibkämmerlein sitzens und überhaupt nicht so eine schnelle Art von Kommunikation und sozialen Beziehungen zu haben. Also da würde ich schon mal den riesigen Unterschied ansetzen. Aber es ist immer total interessant, also auch mit dem Datendata und so weiter, man ist immer super schnell bei der romantischen Ironie, beim Briefroman und so weiter, das ist alles überhaupt keine Frage. Aber das ist am Anfang eine gute Denkhilfe und dann ist es ein Knebel, wenn man nicht ganz massiv davon wieder weggeht. Das wäre meine Einschätzung. Vielen Dank. Ich glaube auch, genau, also es gibt ja auch dann etliche Briefe, die davon berichten, oh, ich habe seit 3 Wochen nichts gehört, und dann kriegt man so durch den Briefwechsel mit, wie die sich ständig verpasst haben. Und also ich glaube, dass die, dass es natürlich auch immer wieder darum geht, dass wir uns anschauen, was eigentlich neu ist, und aber auch wie eben die Literatur, die gerade entsteht, abhängig und unabhängig von den Medien ist, in denen sie entsteht und in denen sie dann auch publiziert wird. Ich finde das ganz total spannend. Wir sind jetzt sehr viel weniger auf den Aspekt des Materiellen eingegangen, als ich das vielleicht gedacht hätte, weil es gerade auch von Dussmann eine so schöne Werbung gibt, da steht einfach nur, weil E-Books nicht so gut riechen, und wir hatten vorhin auch das Vorkommen, dass wir an dem Programmheft gerochen haben, und die Materialitäten riechen natürlich sehr unterschiedlich, und ich bin sicher, Christiane Frohmann, das war auch ein Grund, warum du dann irgendwann wieder auf Bücher umgestiegen bist, dass die besser riechen, oder? Ich finde diese E-Book versus Buch, Papierraschel und so weiter Diskussionen einfach furchtbar öde und habe die vor 10 Jahren auf Panels schon widerwillig geführt. Ist ja toll, wenn Leute sich gerne an was festhalten beim Lesen, sollen sie das machen, das ist ja absolut in Ordnung, aber es ist einfach nicht das Wesentliche. Man geht beim Lesen in einen anderen Raum rein, und das ist absolut persönlich, wann und mit welchen Medien das bei einem passiert. Also ich finde, dieses Reden über Formate ist das Lähmendste im Literaturdiskussionsbetrieb überhaupt. Ich schlage immer vor, andersrum. Ich habe eine Idee, ich habe ein Konzept, ich habe einen Inhalt, ich habe einen Text, und dann überlege ich, auf welche Weise ich das adäquat angemessen vermitteln kann, und nicht, wir müssen auch mal eine App machen oder wir machen jetzt so einen coolen Hypertext 2001. Das ist eben zwangsläufig öde, weil das ist so, wie wenn Kulturinstitute AutorInnen losschicken, schreib mal was über. Da kommen in der Regel nicht so gute Texte raus, wie wenn Kulturinstitute sagen, hier passiert was Interessantes, hier habt ihr Geld, verstärkt das mal. Also man muss die Bewegungsrichtung, glaube ich, bei vielen Sachen umdrehen. Dann bleiben wir lieber dabei und unterhalten uns weiterhin darüber, welche Literaturgeschichte sich weiterträgt in den neuen Medien, die gerade so auftauchen, und wie man diese Literatur vielleicht in Gattungen einteilen kann oder auch nicht einteilen kann. Ich freue mich auf jeden Fall total, dass ihr alle heute da wart und so schön mitdiskutiert habt, und finde die Idee, so ein Panel zu machen, auch am ILB, total wichtig, auch darin, dass man eben sagt, okay, wir setzen uns wirklich auch mit dieser Literatur auseinander. Vielen Dank.